Westfalenblatt, die Lokalzeitung. Bei diesem schweren Unfall in Leopoldshöhe im Kreis Lippe ist am Sonntagnachmittag ein 86-jähriger Mann ums Leben gekommen. 3 weitere Menschen wurden schwer verletzt. Zu dem Unfall war es gekommen, als ein 83-Jähriger die Vorfahrt an einer Einmündung missachtete. Es kam zur seitlichen Kollision, anschließend zum schweren Frontalunfall. Ersthelfer versuchten, den Mann zu reanimieren, er verstarb noch an der Unfallstelle. Polizisten sicherten die Unfallspuren, Notfallseelsorger betreuten Ersthelferangehörige und Feuerwehrkräfte.